Hallo und herzlich willkommen. Ich will dir jetzt mal eine Frage stellen, wo du vielleicht meinst, die wäre völlig sinnlos. Und zwar die Frage, hast du dich schon mal gefragt, was für einen Sinn eine Partnerschaft zwischen zwei Menschen hat? Oder welchen Sinn die haben könnte? Oder vielleicht, wenn du in einer Partnerschaft bist, wo ist eigentlich der Sinn in dieser Partnerschaft? Es ist schon verblüffend, dass wir überhaupt nicht gelernt haben. Keiner von uns, ich kenne zumindest keinen, ganz wenige. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Dass wir überhaupt nicht gelernt haben, uns mal mit dieser wichtigen Frage zu befassen. Uns ist allen nur eins klar, wenn Partnerschaften auseinandergehen, dann ist der Grund in der Regel immer einer, dass es sinnlos geworden ist. Es hat keinen Sinn mehr, es bringt nichts, das kennt ja jeder. Zumindest kennen die allermeisten diesen Prozess, den ich hier der ganz einfachen, also einfacher geht es nicht, in dieser ganz einfachen Grafik hier darstelle. Da fängt die Partnerschaft, ist irgendwo der Anfang und dann ist irgendwo das Ende. Wenn es sinnlos geworden ist, das bringt nichts mehr und das geht nicht mehr, das sind ja so die üblichen Begründungen dann am Ende. Aber da kann ja irgendwas gar nicht stimmen. Wenn etwas sinnlos geworden ist, dann muss es ja vorher irgendeinen Sinn gehabt haben. Ich muss im Grunde genommen über mich selbst mal wieder lachen. Über den, den ich am meisten im Leben gelacht habe, das war ich. Weil ich habe mich das erste Mal vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, mit dieser Frage befasst. Was schon sehr merkwürdig ist, weil ich ja selbst zweimal verheiratet war. Aber mit dieser Frage habe ich mich vorher nie befasst. Wenn mich da damals der Standesbeamte gefragt hätte, ja, was ist denn der Sinn Ihrer Partnerschaft, die Sie jetzt eingehen wollen, dann hätte ich den angeguckt, als wenn er vom Mars kommt. Obwohl in einem anderen Lebensbereich gerade diese Frage nach dem Sinn eine der wichtigsten Fragen ist, die sich da gestellt wird. Und zwar meine ich den Bereich von Unternehmen, also von Firmen. Natürlich kann ich jetzt sofort sagen, ja, ich kann eine Partnerschaft nicht mit einem Unternehmen oder einer Firma vergleichen. Das finde ich ja auch. Weil ich finde, dass eine Partnerschaft für das eigene Leben wesentlich wichtiger und wertvoller ist wie ein Unternehmen. Und gerade deshalb müsste es doch völlig natürlich und normal sein, dass man sich bei einer Partnerschaft da mindestens genauso viel mit befasst und diesem Punkt genauso hohe Wertigkeit zumisst wie in jedem gut gehenden Unternehmen. Weil ja den allermeisten, ich sag mal, eine wirklich gut gehende, erfüllende Partnerschaft wesentlich wertvoller ist als irgendeine Firma. Und dennoch wird das in Partnerschaften nicht gemacht, das, was in jedem gut gehenden Unternehmen völlig selbstverständlich ist. Ich habe das mir in dieser Grafik ganz kurz eingeführt, wie das normalerweise bei Unternehmen ist. Weil wenn die Firma, sagen wir mal, der Sinn oder so, das ist ja die Vision, das Leitbild, das ist wie ein Leuchtturm, wo sich das ganze Unternehmen immer dran ausrichten kann, der Sinn des Unternehmens. Natürlich wird niemand eine Partnerschaft so aufbauen, wie ich das hier in dieser Grafik zeige. Es geht ja nur darum, zu sehen, wie wichtig das Unternehmen ist, dass sie da sehr, sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld investieren, um das ganz klar herauszuarbeiten. Weil der Sinn alle nachfolgenden Strategien, Ziele, Motivationen und irgendwelche Maßnahmen, weil das alles beeinflusst. Sag mal ganz einfach, damit du dir das vorstellen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz genau stimmt. Es geht ja nur darum, dass du dir das verdeutlichst. Ich meine, sag mal, das Unternehmensleitbild von Mercedes, das ist ein einziger Satz, der aber alles, was dann danach kommt, nach diesem Sinn, beeinflusst, ganz automatisch, weil der Sinn ganz klar ist, wie so ein Leuchtturm oder wie ein Kompass. Das Unternehmensleitbild von Mercedes lautet, glaube ich, die besten und sichersten Autos der Welt zu bauen.
daran orientiert sich ganz automatisch alles, was dann danach kommt. Eben wie ein Leuchtturm, wo die immer drauf ausgerichtet sind, was immer dahinter steht, dieser Sinn. Eines wird auch noch ganz deutlich bei diesem Beispiel hier mit dem Unternehmensleitbild. Wenn das einmal klar rausgearbeitet ist, und zwar so eindeutig wie hier bei dem Automobilhersteller da, dann beinhaltet das ganz automatisch immer Verbesserungsmöglichkeiten, Wachstum, Entwicklung, Entfaltung. Die haben ja sogar eigene Entwicklungsabteilungen für diesen Bereich. Wer hat schon für seine Partnerschaft Entwicklungsabteilungen? Wenn Unternehmen, so wie hier Automobilunternehmen, das nicht hätten, dann würden die auch einfach immer die gleichen Autos bauen und die Autos wären heute die gleichen wie vor 20 Jahren. Der Unterschied zwischen Unternehmen und Partnerschaften im Punkt der Sinnfrage liegt ganz einfach darin, dass Unternehmen eben nicht auf die Idee kommen, so wie das hier in dieser Karikatur gezeigt ist, dass sie einfach irgendwo an die Auskunft gehen können und fragen, ja, wo ist denn der Sinn? Oder darauf warten können, dass der Briefträger den Sinn im dicken Umschlag vorbeibringt, sondern dass denen völlig klar ist, dass sie den Sinn herausarbeiten müssen, dass sie da Zeit investieren müssen, um diesen Kern herauszuarbeiten. Denn nur dann ist er natürlich irgendwann mal so konzentriert formuliert, wie oben in dem Beispiel, in einem einzigen Satz. Und im Vergleich zu einem Unternehmen, das ja für das eigene Leben im Grunde genommen viel weniger Bedeutung hat als eine erfüllte, gutgehende Partnerschaft, sag ich mal, verhalten wir uns auch im Bereich von Partnerschaften völlig nach dem Zufallsprinzip. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Also völlig dem Zufall überlassen. So würde niemand auch nur eine kleine Dönerbude aufmachen nach diesem Prinzip. Das liegt eben im Bereich von Partnerschaften viel mit daran, ich sag das mal, um das wieder so ein bisschen bei dem Bild zu belassen wie hier mit der Dönerbude, dass der Döner am Anfang super schmeckt, von mir aus für die Vegetarier auch ein Obstsalat, dass also das Gericht am Anfang super schmeckt und wir einfach davon ausgehen, dass wenn wir jeden Tag Döner essen, in 20 Jahren der Döner auch noch schmeckt und zwar der gleiche. Gut, dass mir dieses Beispiel mit dem Döner eingefallen ist. Denn daran können wir das gut erkennen, den Unterschied zu einem Unternehmen. Am Anfang schmeckt der Döner super, auch im Bett, vor allen Dingen im Bett. Aber weil es ja immer der gleiche Döner ist, da ist keine Entwicklung drin, ist das eben so, als würde ein Automobilhersteller in 10 Jahren immer noch die gleichen Autos bauen. Nur an diesem vielleicht auch etwas blöden Beispiel mit dem Döner dürfte das aber sofort klar werden. Weil es ist ja immer der gleiche Döner. Wenn wenigstens mal irgendwann, was weiß ich, ein vegetarischer Döner oder was gemacht würde. Aber es ist immer der gleiche Döner, wo von Anfang an einfach vorausgesetzt wird, der wird mir in 10 Jahren auch noch schmecken. Und auch dann, wenn ich jeden Tag den gleichen Döner esse. Frag dich mal, ob du das wirklich machen würdest. Würdest du jeden Tag, oder von mir aus in die gleiche Salatbar, würdest du jeden Tag in die gleiche Salatbar gehen und immer den gleichen Salat essen und allen Ernstes davon ausgehen, dass dieser Sinn, was dem Anfang sehr sinnvoll erscheint, dass du sagst, okay, sag mal, das passt ja wieder gut mit dem Dönerbeispiel, du bist jetzt Vegetarier geworden und sagst, es erscheint mir sehr sinnvoll, dass ich jetzt in diese Salatbar gehe und esse jeden Tag einen Salat. Dann ist natürlich in der ersten Woche oder von mir aus auch in den ersten 2 Wochen, aber dann hängt meistens den meisten schon dieser gleiche Salat zum Hals raus. Und würde es dann da hingehen, dann erscheint dir das natürlich in der ersten Woche sehr sinnvoll. Aber frag dich mal, ob dir das in einem halben Jahr auch noch sinnvoll vorkäme, wenn du weiterhin einfach jeden Tag in die gleiche Salatbar gehen würdest und würdest auch den gleichen Salat essen. Vielen erscheinen bestimmt diese Beispiele, die ich hier aufführe, mit dem Automobilhersteller und mit einer Dönerbude und einer Salatbar, völlig profan im Vergleich zu einer Partnerschaft, weil Partnerschaften ja eben am Anfang völlig rosarot eingefärbt sind.
Aber das vergeht natürlich mit der Zeit. Und zwar völlig automatisch. Da kann sich auch niemand gegen wehren. Komme ich gleich noch kurz drauf. Der Prozess ist aber genau der gleiche wie bei dem guten Menschen, der auf einmal Vegetarier wird und da einen großen Sinn drin sieht, jetzt in diese Salatbar zu gehen, weil ihm diese Veränderung in seinem Leben sehr sinnvoll vorkommt. Nur wenn der da immer in die gleiche Salatbar geht und isst immer den gleichen Salat, dann wird ihm das sehr schnell fade werden. Ist eben so, als würde ein Automobilhersteller immer wieder einfach die gleichen Autos bauen. Ich erwähne das mal hier kurz zwischendurch, nicht, dass das missverstanden wird, so wie ich mich ausdrücke. Ich meine natürlich nicht, dass eine Lösung wäre, einfach zu sagen, okay, dann gehe ich eben jede Woche Freitag und Samstag in eine andere Dönerbude und esse einen anderen Döner und einen anderen Obstsalat und einen anderen Gemüsesalat. Das meine ich natürlich nicht damit. Ich nehme an, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich wollte einfach nur damit sagen und aufzeigen, dass also, wenn der Sinn nicht klar rausgearbeitet ist, sag mal, und in Unternehmen ist es wirklich Arbeit. Die stecken da sehr viel Zeit, Energie und auch Geld rein. Wenn der also nicht klar rausgearbeitet ist, dann ist auch die Chance auf Entwicklung, auf Entfaltung, auf Wachstum und damit letztendlich auf Erfüllung nicht gegeben. Das geht nicht. Sieh dir einfach mal so ganz neutral in deinem Umfeld die Partnerschaften an, die vielleicht so seit 5 Jahren bestehen. Spielen da diese Fragen, die ich hier aufgeführt habe, irgendeine Rolle? Sieh einfach mal hin, wie denn ihre Woche so abläuft. Ich glaube nicht, dass der Sinn einer Partnerschaft darin bestehen kann, einfach nebeneinander herzuleben. Jeder macht seinen Job, dann trifft man sich gemeinsam vorm Fernsehapparat oder macht gemeinsam immer die gleichen Aktivitäten. Das ist so, als würde ein Automobilhersteller immer die gleichen Autos bauen. Oder wie bei Dinner for One. Sieh dir mal die Partnerschaften an, guck dir einen Monat an. In der Regel, wenn du einen Monat kennst, dann kennst du das ganze Leben. Außer dieser jährliche All-Inclusive-Urlaub, was aber im Grunde genommen auch das Gleiche ist, was immer wieder das gleiche Bühnenstück ist, nur auf einer anderen Bühne. Wenn du dir das einfach mal ein bisschen neutral ansiehst, dann wirst du feststellen, dass auch in Partnerschaften, wo scheinbares Wachstum drin ist, zum Beispiel wenn die gemeinsam Haus bauen, dass das immer äußerliche Sachen sind. Wenn du nach 20 Jahren hinguckst, ja gut, dann steht dir das Häuschen, aber die beiden Menschen leben nach wie vor einfach nebeneinander her. Die meisten leben eben zusammen, aber nicht gemeinsam. Wachstum ist aber nur in einem gemeinsamen Leben da. In einem gemeinsamen Leben, wo eben auch der Sinn klar ist. Weil nur da Wachstum und Entfaltung da ist, und zwar von innen heraus. Weil auch da gilt wie innen so außen. Da gilt die Blume des Lebens genauso wie überall woanders auch. Und oftmals, sehr oft sogar, kann man erschreckenderweise feststellen, wenn ich das einfach mal so neutral beobachte, dass Partnerschaften, die sehr lange zusammen sind, diese beiden Menschen überhaupt nicht mehr die Nähe hatten, die sie noch in den ersten 2, 3, 4 oder 6 Wochen hatten. Da funktioniert's dann einfach eben noch. Aus Gewohnheit. Und das liegt eben viel mit daran, dass am Anfang einer Partnerschaft eben nicht die Sinnfrage überhaupt auf den Tisch kommt. Was ist eigentlich der Sinn unserer Partnerschaft? Weil nur dann, wenn das auch rausgearbeitet ist, wie bei jedem Unternehmen, das ist immer der gleiche Prozess von so einer tiefen Ebene her, weil eben nur dann auch wirklich gemeinsame Entfaltung, gemeinsames Wachstum überhaupt beginnen kann. Und wenn etwas gemeinsam wirklich wächst, von innen heraus, nun, dann wäre bei jeder Partnerschaft die Nähe nach 20 Jahren wesentlich größer. Und weil bei einem wirklich gut rausgearbeiteten Sinn, also so wie beim Leitbild von dem Automobilhersteller, gibt es keinen Endpunkt. Der Sinn, der hat kein Ende. Deswegen würde es auch in einer Partnerschaft nie, ich sag mal, langweilig werden oder keine Entwicklungschancen oder Entfaltungsmöglichkeiten geben, weil so wieder eben mit diesem einen einzigen Satz, die besten und sichersten Autos der Welt bauen,
Da ist immer Entfaltung und Verbesserungsmöglichkeit enthalten. Die landen nie an dem Punkt, den viele Partnerschaften sehr gut kennen. Wir sind fertig. Das gibt es eben nicht, wenn so ein Leitbild herausgearbeitet ist. Bei einem Sinn. Ein Sinn hat keinen Endpunkt. Bei Partnerschaften kennen das viele, dass sie sagen, oh, wir sind fertig. Aber das kennen auch viele, die alleine leben. Weil ja auch da oft das Hauptaugenmerk darauf liegt, fertig zu werden und nicht auf den Sinn. Das kennen ja viele, wenn sie morgens, was weiß ich, auf dem Weg zur Arbeit sich machen. Ich muss mich noch eben schnell fertig machen. Bei vielen klappt es dann super. Was dabei rauskommt, ist dann halt auch ein Endergebnis, Burnout. Dann sind sie endlich fertig. Fix und fertig meistens. Den Sinn meines Lebens oder auch eben bei Partnerschaften, den Sinn eines gemeinsamen Lebens, den findet man nicht irgendwo außerhalb. Den bekomme ich nirgendwo an der Auskunft. Den Sinn, den muss ich meinem Leben selber geben. Und natürlich nicht einfach so theoretisch aus dem Kopf, weil das geht natürlich auch in Partnerschaften nicht. Da muss ich schon ein bisschen genauer hinsehen und wie ein Unternehmen auch mal ein bisschen Zeit und Energie und Aufwand investieren, damit ich das überhaupt herauskristallisieren kann. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist das sehr, sehr hilfreich im Alltag, weil es eben wie ein Kompass ist oder wie ein Leuchtturm, wo ich immer drauf ausgerichtet bin. Oder bei einer Partnerschaft, wo eben beide drauf ausgerichtet sind, wo die nicht ein Wort drüber verlieren brauchen. Weil im Grunde genommen ist der Sinn, ist ja dann das Leben. Das ist ja die Lebensausrichtung. Der Sinn ist ja dann der Grund, weshalb ich überhaupt da bin. Also mein Dasein. Und diesen Sinn, den werde ich eben nicht von außerhalb bekommen. Um das mal vielleicht bei mir zu sagen, mein Lebenssinn, der ist völlig klar. Jeden Tag. Mein Lebenssinn ist ganz einfach. Nämlich ein bewusster Teil der Transformation zu sein. Und eben das, was ich dazu beitragen kann, auch zu tun. Mehr ist es nicht. Und es hat noch einen großen Vorteil, wenn man sich über den Sinn völlig im Klaren ist. So wie man das auch hier an der kleinen Grafik ganz deutlich sehen kann. Weil der Lebenssinn ist ja ein bewusst gewähltes Dasein. Und aus diesem bewusst gewählten Dasein, also aus dem Sinn, aus dem Sein, erfolgt dann das Tun, das geht immer ganz automatisch. Das ist dann nie anstrengend, weil ja kein Muss dahinter steht. Und über das, was dann aus diesem Prozess ganz automatisch erfolgt, eben was die Folge ist, was die Ergebnisse sind, weil ich das da hineingegeben habe, mich da eingebracht habe, ja, da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Weil dieser Kreis, der Sinn meines Lebens, das ist ja der erste Kreis der Blume des Lebens. Und wenn ich das wirklich einmal für mich ganz eindeutig definiert habe, dann kommt eben das Tun völlig selbstverständlich aus diesem Kreis heraus, aus diesem Sein. Gutes Beispiel ist dieses Video hier. Ich wusste gestern noch gar nicht, dass ich das heute mache. Das wusste ich noch niemals, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Das kam auf einmal so aus dem Sein heraus. Ja, und dann habe ich ein paar Grafiken gemacht, bin angefangen und jetzt ist es online. Erfolg sozusagen. Und in Partnerschaften würde das eben genauso automatisch aus einem gemeinsamen Sein entstehen. Das wären die ersten zwei Kreise von der Blume des Lebens. Natürlich wäre es ja eben so, wie ich es hier oben eingezeichnet habe. Wenn da wirklich beide, das sind ja die Überschneidungen, den gemeinsamen Lebenssinn herausgearbeitet haben, sag ich mal. Das kann auch eine Menge Spaß machen. Man kann den gemeinsamen Lebenssinn übrigens auch im Bett rausarbeiten, wenn es um Partnerschaften geht. Das kann eine ganze Menge Spaß machen, weil das immer so sich eine Arbeit anhört. Es ist keine Arbeit, es macht eine Menge Spaß. Aber oftmals ist es ja eben in Partnerschaften dann so, wie ich das hier unten in der Grafik gezeigt habe. Dann sind da zwei Kreise, aber die leben nur noch nebeneinander her. Und es ist überhaupt kein gemeinsamer Sinn da. Ich finde diese Grafik hier
die drückt auf den Punkt aus, wie viele Partnerschaften nach 5 Jahren, ja, naja, meistens dauert es ja nicht so lange, die meisten Ehen werden ja schon nach 2 Jahren geschieden, wie die aber dann im Alltag aussehen, grafisch dargestellt. Da sind die beiden Kreise, aber da sind kaum noch Berührungspunkte, es sei denn vielleicht der jährliche All-Inclusive-Urlaub. Aber auch da am liebsten immer jedes Jahr gleich nach Malle, weil das kennt man eben. Jetzt stell dir aber mal kurz vor, wie sich eine Partnerschaft entfalten würde, in was für einer Erfüllung die auch leben würden, wenn die wirklich zu Anfang der Partnerschaft auch den gemeinsamen Sinn herausgearbeitet hätten. Ja, ich sag's nur mal, das können sie auch im Bett machen. Da kommt es ja nicht drauf an, weil gerade in der Anfangsphase, dann ist das eben einer der Orte, wo sie sich am liebsten aufhalten. Aber da können sie auch das machen, vor allen Dingen dann in dieser Situation. Dann ist also auch viel mehr Gesprächsbereitschaft da. Wenn erstmal 10 Jahre rum sind oder 5, dann ist es viel schwieriger, sich darüber zu unterhalten. Weil gerade in der Anfangsphase, da wird ja gerne noch viel geträumt. Aber einfach da zu träumen, das bleibt alles so rosarot. Jeder hat das schon erlebt. Das bleibt nicht so. Sonst gäbe es nicht so eine hohe Rate davon, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Von den kurzfristigen Partnerschaften, die es heute gibt, mal ganz zu schweigen. Weil da kann das ja auch nicht funktionieren, wenn zwei Menschen sofort von vornherein, was weiß ich, nach einer Woche so zusammenleben wie unten in der Grafik und der Junge hat das hellblaue Handy in der Hand und das Mädel das rosane und die sitzen da nebeneinander und simsen und WhatsAppen da mit ihren Freundinnen oder ihren Freunden. Ja, normalerweise brauchen die von vornherein gar nicht erst zusammenziehen. Es sei denn, sie wollen sich die Miete und den Einkauf teilen, das ist aber dann schon die größte Gemeinsamkeit. Traurigerweise wird das ja immer mehr schon fast der Normalzustand. Dass das dann nicht funktionieren kann, ja, das ist völlig klar. Auch nicht das kleinste wirtschaftliche Unternehmen, also eine Firma, hätte da langfristig Überlebenschancen am Markt. In diesem Bereich des Lebens käme allerdings auch niemand auf die Idee, sich so zu verhalten. Jetzt stell dir im Vergleich dazu mal eine Partnerschaft vor, die sich wirklich bewusst so entwickeln würde und dadurch eben ganz natürlich, so wie das hier oben in der Grafik ist. Dass also die beiden Kreise sich wirklich überschneiden, Gemeinsamkeiten haben und aus diesen Gemeinsamkeiten eben der gemeinsame Sinn sich herauskristallisiert. Und der gemeinsame Sinn wäre ja dann der gestrichelte grüne Kreis. Und der Sinn ist wie bei mir und wie bei allen anderen Menschen nicht von außen gegeben, sondern den Sinn, den muss ich meinem Leben, meinem Dasein selbst geben. Und eben auch in so Partnerschaften. Stell dir mal vor, sagen wir, wie Partnerschaften wachsen würden, wenn die sich von Anfang an, zumindest nachdem sie eine Zeit zusammen sind, völlig im Klaren darüber wären, was der gemeinsame Sinn ihres Lebens ist. Dann wären da immer Wachstums-, Entfaltungs- und Verbesserungsmöglichkeiten, dass die natürlich ein sehr erfülltes Leben führen im Vergleich zu dem unteren Teil dieser Grafik, das ist klar. Die kämen wahrscheinlich nicht auf die Idee, sagen, der Sinn unseres Lebens ist es, dass wir jeden Abend ab 20 Uhr gemeinsam entweder vorm Fernsehapparat sitzen oder zusammen zwar auf dem Sofa sitzen, aber jeder mit irgendwelchen Leuten rumsimst, die gar nicht da sind und überhaupt keine menschlichen Berührungspunkte in echt mehr da sind. Die sitzen dann zwar zusammen da, aber es würde auch nicht auffallen, wenn der eine auf dem Mars sitzt und der andere auf dem Mond. Und die einzige Entwicklung, der einzige Fortschritt dadurch in dem Leben ist, wenn es ein neues Handy gibt oder ein neues Smartphone. Wie anders sieht es dagegen aus, wenn ein Paar also seinem Leben wirklich einen gemeinsamen Sinn gibt. Wir sind gerade, weil ich eben das unheimlich gut finde, der eine oder andere kennt das vielleicht, oder der ein und die andere, das sind diese Familienlandsitze, die aus den Anastasia-Büchern heraus entstanden sind.
Das muss nicht jedermanns Sache sein, obwohl ich das schon für sehr, sehr sinnvoll halte, für die Kinder und die Enkelkinder, wenn die überhaupt eine lebenswerte Zukunft haben sollen, dass da eine Veränderung eintritt. Aber wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. Aber die Menschen, die sich für so ein Leben entscheiden, die Paare, da gibt's ganz tolle Videos auch über YouTube, die man sich angucken kann, die brauchen sich in ihrem Alltag nicht eine einzige Sekunde einen Kopf machen über die Ausrichtung in ihrem Leben, weil die haben einfach die gemeinsame Lebensausrichtung, ein wirkliches Leben in Einklang und Harmonie mit der Umwelt und der Natur zu leben. Daran orientiert sich bei denen alles, auch in diesen Gemeinschaften. Also wenn das ein kleines Dorf ist oder so, oder sagen wir, nicht ein Dorf, ich sag mal ein Zusammenschluss von mehreren Menschen und Familien und so, das ist denen ihre gemeinsame Ausrichtung, ihr Sinn. Da ist immer Entwicklung, da ist immer Entfaltung, da ist immer Wachstum da. Und bei denen kann man sich das sogar angucken, das Wachstum. Das sieht man nämlich an den Gärten und an den Häusern und so. Die leben sehr erfülltes Leben. Aber Erfüllung werde ich nicht von außen finden. Erfüllung finde ich nur, wenn ich meinem Leben selbst einen Sinn gebe. Und so ist es auch in Partnerschaften. Eine erfüllte Partnerschaft, die keinen Sinn hat. Ja, die dürfen sich nicht wundern, wenn sie dann an dem Punkt ankommen und das erkennen und diese Sinnlosigkeit, die im Grunde genommen schon von Anfang an da war, auf einmal auf den Tisch kommt und klar zu erkennen ist. So, ich hoffe, es ist mir gelungen, wie wichtig und vor allem wie hilfreich es ist, zum einen seinem eigenen Leben wirklich einen Sinn zu geben. Das ist ja im Grunde genommen der Daseinszweck. Und wie wichtig und hilfreich das sein kann, sich mit diesem Punkt einmal zu befassen, wenn ich wirklich eine glückliche, erfüllte und wachsende, blühende Partnerschaft leben will, wenn ich das Ganze in echt leben will. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.